Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Ach, der östliche Ausgang ist ja hier. Oder? Aha! Irgendwas stimmt ja nicht. Ich bin verwirrt. Normalerweise hat man doch immer diesen Handlungsquest, den man immer dabei hat, aber irgendwie fehlt der bei mir gerade. Das ist äußerst, äußerst irritierend. Ach, die Wälder der Vergessenheit, da reite ich doch später erst hin. Da muss ich auf jeden Fall einen abgeben. Gut, dass ich nicht kompliziert bin. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich da irgendwie hinfliegen kann oder sonst was. Rissen irgendwas. Bringt mir das was? Hallo? Da. Das ist da oben. Ja, das bringt mir leider absolut gar nichts. Gar nicht. Händler! Kaufe mein Zeug! Ganz viel bitte! Erstmal absatteln und dann erstmal gucken, was wir selber anlegen können. Machen wir erstmal so und Sachen können wir alle nicht verwenden. Ist das irgendeine Blüte? Das können wir nicht verwenden. So, dann wollen wir doch mal hier kommen. So. 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 Brauche ich auch nicht. Ich bin kein Bogenschütze. Lanzer bin ich auch nicht. So, Fuhre 1. Brauche ich auch nicht, weil die benutze ich nie. Also die benutze ich wirklich nie. Die brauche ich nicht. Ja, wegwerfen. Das kann auch weg. Wunderbar. Gehen wir noch einmal zum Bankier und dann können wir eigentlich schon zurück, weil jetzt habe ich genau den Quest, den ich ja vergessen habe, wo man in eine ganz andere Richtung reiten muss und so, Bank. So, das kommt erstmal da rein. Das. Das. Den kann ich jetzt schon tragen, dann mache ich das gleich auch. Das kann ich noch verkaufen. Die Talismane brauche ich momentan noch nicht. So, und das bleibt. Ah! So. Ach, hier ist auch noch ein Bankier. Ja, wunderbar. Bin ich ja völlig umsonst im Kreis gelaufen. Warum muss ich in solchen Spielen immer so unglaublich kompliziert sein? Das ist so ätzend. Ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt am dürfsten mache. Erstmal reite ich so geradeaus, dann komme ich düsterer Hunger. Warum? Da sind die doch. Warum habe ich die nicht gesammelt? Ich wusste doch, dass ich die sammeln muss. Ups. Jetzt macht das alles auch Sinn, weil
Ah, da ist mein Kampagnen, also mein Handlungskampagnenquest, wie auch immer man das nennen darf. Und da klingelt das Telefon, an das ich nicht dran gehen werde. Oh, endlich geht's hier vernünftig weiter und ich frage mich die ganze Zeit, warum geht das nicht? Warum fehlt da was? Und jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich endlich warum. Ich freue mich. Und ich wundere mich, warum bei mir so viele Quests fehlen. Oh. Huch, wer war am Telefon? Unwichtig. Wieder irgendwelche Vertreter, die samstagmittags um die Zeit anrufen. Schlimm sowas. So, du. Ich kann das von hier aus nicht lesen, weil ich nebenbei am Spielen bin. Kaufen, so die Collector's Edition von diesem Spiel, kann man nur noch bis diesen Sonntag. Ja, das ist klar. Nein, man kann danach auch nie wieder auf eine Collector's Edition aufwerten. Ja, ich weiß. Auch wenn man danach noch irgendwo eine bei Amazon ersteigert oder sonst irgendwas. Ja, das habe ich mir gedacht. Na gut, ich bin am Überlegen, ob ich noch zuschlagen soll. Weiß ich nicht, du meintest die ganze Zeit, das lohnt sich nicht und jetzt lohnt es sich doch wieder. Vielleicht, weil ich mir es irgendwann mal holen wollte. Aber wenn ich jetzt weiß, ich habe am Sonntag eine Frist. Aber überleg dir das. Ich meine, so ein weißer Löwe als Mount hat schon was. Und ich meine, aber auf der anderen Seite, du bezahlst 10 Euro für einen Mount und für Kleinigkeiten, die du später nicht mehr gebrauchen kannst. Ne? Ich meine, so im normalen Shop würdest du ja auch nicht Geld dafür ausgeben. Ich hätte mir gerne die richtige gekauft. Ja. Bringt die Und du uns kannst ja auch Essen? noch die richtige kaufen, aber es wird sich nicht lohnen. Ja. So, jetzt habe ich hier endlich mal so ein bisschen. So. Ups. Ah, jetzt muss ich den ganzen Handlungsquest aufholen, weil ich den schlichtweg einfach vergessen habe, weil ich den ausgeblendet habe. Ich bin doch so. Das kann doch nur mir passieren. Das kommt davon, wenn ich alleine spiele. Das ist, da komme ich nicht auf einen grünen Zweig, wie man so schön hier sehen kann. Oh, ich weiß nicht, ob sich das. Oh, hier liegt Geld. Meins. Ich meine, wenn du da das unbedingt haben willst. Ich meine, wenn man später noch Mounts bekommt, das ist ja. Also andere vom Aussehen her, dann. Ich weiß nicht. Ich bin überfragt. Ich gebe sowieso zu viel Geld aus, von daher. Ah, endlich anständiges Schuhwerk. Wenn du dir die Collector's Edition von Terra kaufst, ne, ich krieg das T-Shirt. Was? Das war kein Witz, das meinte ich ernst. Nicht mehr direkt kaufen sollen, sondern Scheiße. Lohnt sich das auch nicht mehr. Achso, ich finde das T-Shirt hübsch. Gibt's nicht irgendeinen im Freundeskreis, den du dann das Spiel geben kannst und alles andere behalten kannst? Ich weiß nicht, gibt's da bestimmt in deinem Freundeskreis jemanden. Naja, ich weiß es nicht. Ihr holt mich da raus. Das ist jetzt eine Latscherei hier, das ist ja. Herzlichen Glückwunsch, Black Panther. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Oh. Hot, mein treues Ross. Wir reiten dem Sonnenuntergang entgegen, der hier gerade nicht vorhanden ist. Hui. La la la. La 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 la.
Nicht traurig sein. Nein. Mein Freund ist nur genauso erkältet wie ich. Wenn nicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Ja, weitaus schlimmer als ich. La la la. Jetzt, da wir hier sind, können wir auch direkt Likan töten. So haben wir dann wieder relativ weit aufgeschlossen. Verstanden. Aha. Aha, das macht doch gleich viel mehr Sinn. Jetzt sind die ganzen Quests da, die ich vorhin komplett vermisst habe. So, das ist eingeblendet, das ist eingeblendet, das ist eingeblendet, wie man hier sehen kann. Das hier sind die ganzen Stelle das hier, Stelle dies her, tu dies, tu das. Noch im Velika reden, ja gut, das können wir ja gerade eh nicht machen. Und Kupferbarren stellen wir auch erst her, wenn wir wieder in Velika sind. Deswegen. Attacke! Was so ein Level up bewirken kann, man macht die einfach viel schneller platt als vorher. Naja, fast. So. Wenn mich nicht alles täuscht, dass dieses Special-Vieh, was wir töten müssen, hier hinten irgendwo. Deswegen renne ich da jetzt mal hin und hoffe, dass sie jetzt gerade nicht den getötet haben, den ich töten wollte. Lange töte ich den Rebell hier. Einfach weil ich es kann. Da. Stirb, Kartoffel! Yay! Buchringe. Leg ich gleich mal an. Ist er das dahin? Ja, da ist er doch. Weil ich dachte, der ist hier unten irgendwo im Gebüsch. Komm schon. Ich habe immer Angst beim Rückwärtsspringen, ob ich nicht in einen anderen Mob reinspringe. Das habe ich auch schon oft geschafft. Das ist nämlich nicht... unbedingt ratsam. Da! Ah! Wie schnell kommt der wieder, bitte? Ich bin nicht da. Weg! Weg! Weg von mir! Das müsste weit genug weg sein. So, hey, jetzt so gerade platt gemacht, mich voll darüber gefreut. Kommt der wieder? Was soll das denn? Stirb, Kartoffel! Yay! So, damit haben wir hier jetzt alles erledigt, was ich erledigen musste, eigentlich schon lange vorher, aber manchmal vergisst man auch mal Sachen. Das darf man einem jetzt nicht übel nehmen. So, und so, und so, und. Inventar und die Waffe ist besser. Die Ohrringe habe ich sowieso keine. Also, wo muss ich jetzt hin? Da oben hin. Ja, also da, wo ich sowieso schon hin musste.